Naja, ich würde sagen, offiziell befinden wir uns in Niemandsland. Auf der Straße sind wir jetzt seit über einer Stunde. So sparen wir 5 Stunden Minimum. Aber du kannst mir später danken, Josh. Warum drehen wir nicht einfach um und fahren auf den Highway zurück? Wir werden nicht umdrehen. Genau, wir drehen nicht um. Hab Vertrauen, Kai. Das muss ein bisschen riskant sein. Deswegen heißt es doch Abkürzung. Wenn es einfach wäre, wäre es der normale Weg. Verdammt! Mist! Tja, ich gebe uns ungefähr 20 Minuten bis zu unserer ersten Arschvergewaltigung. Was machen wir jetzt? Wenn wir umdrehen, verlieren wir 5 Stunden allein mit dem Zurückfahren. Umdrehen? Wieso denn? Deswegen? Das schaffen wir locker. Wie denn? Sollen wir drüber hüpfen? Oh, nein, das kommt nicht in Frage. Auf keinen Fall, wir werden umdrehen. Machbar wär's. Das hier sind ca. 30% Gefälle, grob geschätzt. Das Auto, also das Eigengewicht vom Auto, beträgt 700 Kilo. Dazu kommt noch unser Gewicht, damit kommen wir auf etwa 1000 Nein. Kilo. Wenn wir mit 75 Stundenkilometern darüber fahren, beträgt unsere Flugbahn mindestens 3 Meter. Leicht. Auf keinen Fall, das kommt überhaupt nicht in Frage. Kyle, dann fahren wir eben 90, um sicher zu sein. Wir kehren um. Das ist unmöglich. Bist du sicher? Nein. Natürlich Nein. bin ich sicher. Bei Physik bin ich immer sicher, logisch. Ich fahre. Ihr habt mich wohl nicht richtig gehört. Das ist mein Auto und wir werden nicht über irgendwelche Flüsse springen. Kyle, das sind 3 Meter. Bob Hope könnte mit seinem Golfwagen drüber springen. Ich kann über den Spalt drüber spucken. Aha. Wisst ihr, machen wir es lieber mit 110. Okay, ja. Los geht's. Vertrau mir, Kyle. Das ist pure Wissenschaft. Nein. Hört mal, Leute. Nein. ER, steig aus meinem Auto. Kyle, komm rein. Rein mit dir. Wir schaffen das. Du musst 110 drauf haben, okay? Ich versuch's ja, die Kiste ist Schrott! Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Vater tötet mich, wenn er das rauskriegt. Ich habe nur gesagt, dass wir es schaffen. Ich habe nichts davon gesagt, dass die Räder dranbleiben. Scheiße! Was machen wir jetzt? Jetzt bin ich total am Ende. Ich habe doch nicht die Zeit, hier mit euch durch den Wald zu wandern. Okay, Josh, hör zu. Wir rufen einen Abschleppwagen. Wir können die Achsen reparieren. Verlieren wir allerhöchstens einen halben Tag. Komm, ganz ruhig. Sind doch nur die Räder.